vous, buongiorno. Der Schneider, in seinem Fächer Blunder, hat sich selber in den Schnee drin. Ja, hi, ja, ja. Ja. Wir wissen weder, wo er herkommt, noch wie lange das ihn gibt. Was wir feststellen können, es wird weltweit gejodelt. Es ist nicht eine Spezialität vom Alpenraum. Es gilt im 19. Jahrhundert als eine typisch österreichische Tradition. Und im 20. Jahrhundert kippt das. Und dann hat man weltweit das Gefühl, das ist eine Schweizer Angelegenheit. Jodeln, das ist eine typische Schweizer Spezialität. Also wir haben es dann geschafft, uns etwas zu eigen zu machen und sehr erfolgreich in die Welt zu bringen.